Hallo und willkommen. Hallo und willkommen beim Online-Kurs für digitale Jugendbeteiligung, dem JBJ-MOOC des Projekts Jugendbeteiligen jetzt. Ich bin Christine Nahr und ich habe die große Freude, dich durch diesen Online-Kurs zu begleiten und auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Bevor wir in die Inhalte so richtig einsteigen, sprich in die Grundlagenwoche, zu digitaler Jugendbeteiligung starten, möchte ich dir mit diesem Video, was du gerade siehst, einmal die Umgebung zeigen, sprich die Plattform, auf der wir arbeiten werden und zu der du ja schon dich angemeldet hast. Also wir gehen einmal durch, was wir alle gemeinsam sehen können und was wir alles hier machen können. Also los geht's. Wir starten mit der Einführung in die Plattform, natürlich mit etwas, was du schon kennst. Wenn du angemeldet bist, was du höchstwahrscheinlich bist, wenn du das Video sehen kannst, kennst du dich schon ein bisschen aus und ich möchte gerne daran anknüpfen und dir ein bisschen mehr noch zeigen von dieser Kursumgebung. Alle Kursinhalte und die eigentlichen Themen des Online-Kurses zu digitaler Jugendbeteiligung findest du immer in diesem Bereich, der sich Kurs nennt. Der sieht ein bisschen aus wie ein Play-Button. Und du hast vielleicht auch schon gesehen, dass du hier zur Seite gehen kannst und sich die verschiedenen Blätter, sprich die einzelnen Wochen des Kurses schon andeuten. Bei vielen Sachen ist noch nichts hinterlegt, weil wir jede Woche immer erst die Inhalte für die jeweilige Woche freischalten. Wir gehen mal auf die Woche 1, dort, wo du quasi schon gelandet bist, wenn du dieses Video siehst. Das Video kannst du dir in Lektion 1 ansehen. Lektion 2 geht schon los mit einem Grundlagenvideo zu digitaler Jugendbeteiligung. Was auffällt ist, dass du hier einen Fortschrittsbalken hast, sprich es wird angezeigt, wenn du dieses Video dir angeschaut hast. Das ist dann für deine Abzeichen ganz wichtig, auf die ich später noch eingehen werde. Wie gesagt, du hast in jeder Woche eine unterschiedliche Anzahl an Lektionen. Es hat den Vorteil, dass du dir immer wieder auch einzelne Abschnitte selber einteilen kannst. Entweder du machst es am Stück oder du teilst zum Beispiel deine JBJ-MOOC Online-Kurswoche in 4 verschiedene Abschnitte oder so etwas, je nachdem, wie es deine Zeit auch zulässt. Jedes Mal, wenn du mit einer Lektion fertig bist, gehst du auf die nächste Lektion. Und so geht es in den Folgewochen auch weiter. Im Moment, wenn du am Start des Kurses am 19. März und in dieser Woche das sehen kannst, ist wirklich nur das an Inhalten in der Woche 1 verfügbar. Wenn du es später siehst, siehst du vielleicht auch schon mehr Inhalte. Der zweite Bereich hier oben sieht ein bisschen aus wie eine Zeitung, ist tatsächlich auch so gemeint als News, als Nachrichten- und Ankündigungsseite. Das ist eine Seite, die wir bespielen, wo wir zum Beispiel auch die Informationen und zusätzliche News und Nachrichten zusenden und zukommen lassen. Vielleicht auch etwas, was wir aktuell gefunden haben, was dich vielleicht auch noch zum Thema interessiert oder auch, was neue Inhalte für die neue Woche bedeuten und so weiter. Der dritte Bereich ist der der Teilnehmerinnenkarte. Du kannst also hier gut sehen, je nachdem, ob man es eingetragen hat oder nicht, woher die anderen Menschen in diesem Kurs kommen. Dass es ein Vorteil ist, dass wir auch ein bisschen sehen können, wie viele wir sind. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos sind wir tatsächlich erfreulicherweise 280 Menschen, also 279 mit dir sozusagen. Und dann haben wir den Teil des Forums, der Diskussion, wo du ganz, ganz stark gefordert bist und dich einbringen kannst. Sprich auch schon in der ersten Woche in der Vorstellungsrunde, wo wir uns gegenseitig ein bisschen vorstellen und so ein bisschen uns kennenlernen, aber auch, wo du auch Fragen loswerden kannst und dich auch über konkrete Themen austauschen kannst. Das ist also ein Ort, den du ganz, ganz stark auch selber mitgestalten kannst und wo ich dich hiermit schon mal einlade, den mit zu bespielen sozusagen. Ein weiterer Bereich ist der des Social Media, Wir haben einen Hashtag, der JBJ-MOOC, so heißt unser Kurs und so ist auch gleichzeitig das Schlagwort, mit dem wir auch über die Grenzen dieses Kurses bzw. dieser Plattform auch über den Kurs berichten wollen. Wir laden dich also hiermit sehr, sehr herzlich ein, auch selber aktiv zu werden und deine Erfahrungen auch an andere weiterzugeben. Es gibt die Möglichkeit über Facebook, natürlich auch über Twitter und andere Sachen, die dir zur Verfügung stehen, die du gerne nutzt. Der letzte Bereich ist der Badges. Die Badges sind eine ganz, ganz spannende Sache im Online-Lernen, in Online-Kursumgebungen,
weil sie kleine Lernabzeichen sind und dir anzeigen, was du schon alles geschafft hast. Wir haben für jede Woche einen Badge und vielleicht auch, das wirst du dann sehen, auch vielleicht noch ein bisschen mehr innerhalb der Wochen. Sprich, für den Einstieg ist es erstmal so, dass wir ein Badge haben und du den bekommst und den in deinem Profil als Abzeichen erhältst, wenn du die erste Woche komplett durchgearbeitet hast, sprich dir alle Videos angeschaut hast und so weiter. Und da komme ich zurück auf meinen Fortschrittsbalken, den du am Anfang gesehen hast, der grüne. Und das ist sozusagen dann das Anzeichen, wenn dieser Balken grün ist, dass dieser Bereich dir gut geschrieben wird auf dein Badge-Konto sozusagen. Und wenn du dann alle Inhalte durchgearbeitet hast, dann bekommst du einen Badge und dieser Badge zeigt sozusagen auch anderen an, dass du die erste Woche zum Beispiel die Grundlagenwoche geschafft hast und soll dich auch weiterhin motivieren, weiter aktiv zu sein und dran zu bleiben. Das vielleicht so viel. Ah, jetzt hast du gerade gesehen, dass es eine kleine Aufgabe gibt. Zwischendurch in den Videos kann es durchaus vorkommen, dass wir kleine Aufgaben stellen oder vielleicht auch nur ein kurzes Statement von dir wollen. Das haben wir manchmal hinterlegt und soll auch so ein bisschen anregen, um sich weiterhin aktiv, auch interaktiv mit den Inhalten zu beschäftigen. Das könnte es an der Stelle auch schon gewesen sein. Ich hoffe, dir hat die Seite so ein bisschen oder die Einführung ein bisschen geholfen, in die Grundlagenwoche und in die Grundlagen überhaupt der Lernumgebung einzusteigen. Und ich lade dich auch ein, wenn du eine Frage hast und so weiter und dich nicht, möglicherweise nicht zurechtfindest, das auch tatsächlich auch weiterhin in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel im Forum zu fragen und so weiter. Ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der wirklich ersten Lektion, beziehungsweise der ersten inhaltlichen Lektion zu den Grundlagen zur digitalen Jugendbeteiligung. Viel Spaß und bis bald.